Hallöchen und willkommen zurück bei Green Hell. Das ist komisch, ne? Hallo. Ja, der eine streamt auf Twitch live, macht keine Schnitte. Der andere nimmt auf Shit. und macht Folgen draus. Tim, komm Das mal ist kurz geil, wenn mit. an deinem Ja. linken Ohr eine Fliege vorbeigeflogen kommt und du automatisch so, weil sich so realistisch alle nach links guckst. Du hast eine Axt, ne? Ich habe eine Axt. Magst du die zwei grünen Kokosnüsse einmal aufmachen? Chop. Und den Rest kümmere ich. Chop. Schütten? Nein. Die Kann gehen man nämlich auch irgendwie dann aus raus. kleinen Zweigen noch irgendwas anderes Kann man machen? das noch So mit noch kleinere Kokos? Zweige? Kann man da irgendwas zerstören? Nee, ne? Dass man halt Ich Sachen bekommt glaube nicht. für Noch viel kleiner. Feuer. Ich habe jetzt Kokosnüsse. Die Ah, da. Andi? Da unten ist ein Einwohner. Oh, ich bin gerade auf mit Ich dachte gerade Vollsprinten auch, zu du bist dir. Du umgekippt. musst Was? reden. Er kommt, er kommt, er kommt. Ja, das war nicht mein Problem. Er ist hinter mir her und ich habe leider nicht. Was sind meine Oh, Fäuste? der Stammessperr ist echt. Au, 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 was habe ich denn jetzt? Ich blute. Da kommt noch einer, da kommt noch einer. Oder ein Bogen. Au. Der hat mich wahrscheinlich erwischt. Schaffst du das, Stefan? Weiß ich nicht, der ist mir gerade ausgewichen. Der kann aber im Nahkampf nicht agieren. Auf mir auszuweichen. Ich habe keine Ausdauer, um den zu schlagen. Übrigens wird langsam wieder etwas heller. Ich krieg den nicht. Ich habe zu wenig Ausdauer. Der Komm zurück, schießt komm immer. zurück, komm zurück. Jetzt habe ich ihn. Ich habe den Stammesbogen von dem mitgenommen. Sehr gut. Ich nehme den jetzt mal nicht auseinander, den Typen. Es gibt natürlich viele Knochen, die auseinanderzunehmen. Knochen können. Also nochmal, um auf das zurückzukommen, was ich erzählen wollte. Ich habe jetzt noch Kokosnüsse. Die geben Fette und Proteine. Quatsch, Fette und Kohlenhydrat. Brauche ich alles nicht? Braucht das einer von Ich euch? brauche irgendwas, ich bin gerade am Bup-Bup-Bup, wie sonst was. Nur ganz kurz, da wo der Typ gerade herkam, oben auf der Schlucht liegt noch eine Kokosnuss. Ich weiß nicht, ob du die gerade gesehen hast, wo du hinterher gerannt bist. Tim, hinter dir liegen vier halbe Kokosnüsse. Ja. Oh, ich droppe gerade die ganzen Sachen hier. Okay, und den Typen müssen wir nach. Hier ist übrigens auch noch sauberes Wasser in den Kokosnüssen, ne? Die hier liegen. Ich glaube, ich nehme gerade den Typen aus. Jawohl. Das ist tatsächlich ganz gut. Kokosnuss, Fruchtfleisch. Hä? Jetzt hat irgendjemand hier gerade unseren Ich Stand verstehe dieses zerstört. Baumenü nicht. Ja, ich habe das Ding gerade zerstört. Was für ein Ding? Das ist die Baustelle. Ich muss mich mal kurz No! waschen gehen. Die Sachen liegen jetzt hier, die können wir wieder. Was war das denn? Finde es nicht. Baumenü. Normaler Rahmen war das, ne? Kein Platz mehr im Rucksack. Wie Ah, stand der okay. denn? So, dass man theoretisch einen daneben noch stellen könnte für das Bett. Okay, keine Ahnung. Oh Gott, dieses Scheiß-Rollo hier, ne? Ich lasse das mit dem Unterstand. Ich weiß nicht, wie der hier. Das müsst ihr bitte. Komm jetzt zurück. Ich sehe halt leider jetzt nichts mehr, weil die Sonne blendet. Ah! Ja, ich sehe auch nicht mehr viel. Die blendet mich nämlich jetzt. Ja, habt ihr Entschuldigung, irgendwie ich ein würde gerne Rollo kurz oder zurück. sowas? Ich Ja, muss das mich ist gerade waschen kaputt gehen. gegangen. Ah, scheiße. Das Rollo hat den Geist aufgegeben. Das ist das Problem. Das Rollo nicht, nur die Halterung dafür. Tim, weißt du noch, wie das Ding hier stand? Die Ja, Baustelle? waschen. Nee, ich Ich muss kann mich das jetzt wieder eben waschen bauen. gehen. Bevor ich irgendwas anderes mache. No. Irgendwo habe ich auch Kokosnüsse hingeschmissen. Da. Erstmal kurz eine. Nee, Kokosnuss da. Kann man Ja. nachher auch Alkohol oder sowas herstellen mit verdorbenen Weiß ich Früchten? nicht. Das fände ich sehr Möglich. lustig. So stand das. So, So. ich kümmere mich nochmal eben ganz kurz um das Rollo. Ich bin mal eben kurz weg. Moment. Ich würde euch ja gerne den Unterstand weiterbauen, aber. Ah, okay, du musst dich so lange waschen, bis da unten diese Dreckdinger weg sind. Genau. Okay, wunderbar. Habe ich jetzt. So.
Tim, oberste Stefan. Priorität jetzt, den Unterstand bauen, dass wir das Feuer endlich entzünden können. Ja, ich bin hier gerade den anderen Unterstand am Platthauen. Ich brauche was zu essen. Ja, ich habe immer noch die Kokosnüsse und ich habe gerade Bananen gesammelt. Okay, das ist gut, weil und ich bin... auch noch das Fleisch, sagt, dafür brauchen wir erst das Feuer. Das Fleisch gibt uns halt endlich das erste Mal Proteine. Ich habe die ganze Zeit die dieses Bub auf dem Ohr. Ich brauche langsam Proteine, die sind nahezu auf Null. Achso, braucht jemand Steine? Ja, dann würde ich eine Axt bauen und helfen, Holz zu sammeln. Ja. Brauchen lange Stücke. Ja, die liegen irgendwo am Ufer, also Richtung anderes Ufer, wo wir das andere gebaut haben. So, ich habe 17 Steine. Oh. Leg mal ein paar ab. Tim, du brauchst das Essen. Ja, warte, ich esse jetzt gerade was. Ja. Dann leg die Schalen da hinten hin. Ist voll, ich kann nichts mehr. Ich hätte hier, falls noch jemand was essen muss, ich habe 10 Bananen. Ich lege euch mal so ein paar hier hin. Nimm an. Schön, die gestapelt werden, ne? Ja, ne? Doc. Dein. Ich mag es, dass das Spiel so anspruchsvoll ist. Geistige Gesundheit minus 2, wenn ich Wasser aus einer Kokosschale trinke? Sauber genug? Ich habe ein Ei gefunden. Na, ich trinke mich mal eben leer. Ja, voll. Mach das. Oh, ich muss mich ausruhen, ich kipp gleich um. Und dann gehe ich Holz. Wow, also du brauchst ja echt eine Menge. Andi, lebst du noch? Mhm. Ja. Ja, ich bin da. Hier ist noch ein kleines Bäumchen, was man noch fällen könnte für lange Äste. Wo hattest du gesagt, liegen die langen Stücke? Ich habe sie nicht mehr gefunden, ich glaube, sie sind mittlerweile despawned. Oh, das ist doof, dass Sachen so schnell despawnen. Finde ich nicht gut. Also ich finde sie zumindest nicht mehr. Ich meine auch, dass wir die hier hingestellt haben. Naja. Kann ich eine kleine Palme umhacken? Ja, die hier, warte. Ah, warte, ich nehme einfach den hier. Falls meine Axt hält. Ah, ne, den. Wenn das der jetzt hier nicht sehe, ist der wieder schön. Guten Morgen. Ja, oh, ich leg mich jetzt. Ohnmächtig geworden. Ich leg mich keinerlei jetzt Protein. Ich glaube, ich sterbe jetzt, wenn ich schlafe. Kann das sein? Ich guck mal. Schön bauen. Aua. Ich wurde vom Baum erschlagen. Erstmal ein paar lange Stöcke. Schön. Eintrag, Lehmdusche. So, ich habe keinen Stock mehr. Oh, da hinten müsste noch dieser Ast liegen und ein Feuerbrett lag hier auch rum. So. Wenn ich voll bin mit meiner Dingens und so, kann ich doch eigentlich aufstehen, oder? Mhm. Ja, klar. Wunderbar. Ah, langer Stock. Hast du genug lange Stöcke? Ja, ist nur noch der eine. Achtung, Baum kommt. So, Holzbaum ist erstmal keins mehr. Ja, haben wir jetzt hier noch ein bisschen rumliegen. Ja, schadet ja auch nicht. Kann ich Banane essen? Ja, geht dann dieses Bubbern auf meinen Ohren endlich weg? Weiß ich nicht. Was für ein Bubbern? Ich hab die ganze Zeit, Ich weiß ja nicht, was das ist. Was soll das denn unten links für Symbole stehen? Naja, meine Lebensenergieleiste ist durchsichtig grau, aber halt ein kleines Stückchen ist rot. Respawn-Punkt aktualisiert. Und die ganze Zeit höre ich einen Herzschlag auf dem Ohren und das... Ist wahrscheinlich wirklich, weil du fast tot bist. Nein, bin ich ja nicht. Doch, du bist fast tot. Also das, was noch... Ja. Das Graue ist das, was ich noch regenerieren kann. Das Weiße ist das, was du hast. Ah, okay. Ja gut. Wie kann ich mich denn regenerieren? Essen. Habe ich ja gerade. Es funktioniert nicht. Da wird nur die graue Leiste länger. Zeit vielleicht. Nein, ich weiß es. Das ist ein Palmendach, ne? Nee, ein Bananendach. Wir haben Bananenblätter neben dir liegen. Na toll. Und Palmen. Ja, Palmen können wir auch für ein zweites Pferd gebrauchen. Bananenblätter in Verwendung. Das sind noch nicht genug Bananenblätter, oder? Wir müssen halt nur noch einen Baum... Oh, es tut mir so leid, dass ich jetzt schon seit 10 Minuten dieses Buppern auf den Ohren habe. Ihr hört das auch, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie ich das wegbekomme. Damit müssen wir beiden jetzt erstmal mitleben. Ich hau hier gerade
Eine Banane? Nee, das hier ist ja eine Banane. Ja, den Bananenbaum, wo Bananen dran wachsen, den würde ich stehen lassen. Ich habe ein paar. Dann passt auf, dann macht ihr mal das Dach und das Feuer fertig. Ich habe ja noch den Speer. Geh mal runter und guck mal. Ich gehe erstmal kurz pennen. Ja. Ich bin nämlich hat jemand irgendeine Idee, wie ich meine Gesundheit wieder hochbekomme? Dieses Buppern auf den Ohren ist langsam echt mega anstrengend. Nee. Aber vielleicht wirklich mit was Vernünftigem zu essen, wenn deine Vitalwerte wieder okay sind. Ich habe zum Beispiel auch Ich müsste mich verbinden. Ich habe immer noch eine infizierte Wunde an meinem linken Arm, aber ich weiß nicht, wie ich die verbinde. Kann ich dir nicht sagen. Warum habe ich jetzt gut? Warte, ich könnte mal gucken, ob ich hier vielleicht... warte, herstellen? Nee, schlafen? Nein! Aufwachen. Mal, Fisch aufwachen. Ach, der Tagebuch. Genau, Tagebuch, da. Das Lagerfeuer, das wir da bauen, wie viele Wundinfektion, so, ne? Risswunde, Kratzer, Schramme, da. Ein Verband schützt die Wunde, sodass sie abheilen kann, verhindert Infektionen. Ein Verband mit Desinfektionsmittel beschleunigt den Vorgang. Das ist schön. Ich habe aber jetzt definitiv eine Infektion. Und wie kann ich die wegmachen? Wundinfektion, da. Maden in die Wunde setzen. Ja, ich habe einen Faunbarsch. Ernsthaft? Oder ein Verband. Hat jemand eine Pflanze mit antibiotischen Eigenschaften? Nein, die hat hier... Nee. Aber das ist die eine, die wir im Tutorial hätten. Die müssen wir halt finden. Die mit den gelben Blüten? Nee, die hat keine antibiotischen Eigenschaften. Sicher? Ja. Meine ich zumindest. Ich guck mal eben. Wir haben immerhin schon mal ein Dach über dem Kopf und können speichern. Okay, ich habe jetzt erstmal einen Fisch geangelt und ich bringe noch eine Kokosnuss mit. Nee, antivenine Eigenschaften, aber keine antibiotischen Eigenschaften. Ja, dann gehe ich jetzt einfach mal willkürlich irgendwelche Pflanzen zerschlagen in der Hoffnung. Nee, die kann ich nicht zerschlagen. Dass du was Richtiges findest, ne? Kleiner Blätterhaufen, nichts Besonderes. Da ist die. Palmblätter, Termitenhügel. So ein Farn ist bestimmt auch nicht antibiotisch. Nee, den kann ich auch nicht zerschlagen. Oh, ich muss mal eben gucken, ob ich das jetzt irgendwie mal Audio. So. Dach haben wir. Wie sieht es mit dem Feuer aus? Glut erforderlich. Ich kann es auch nicht leiser machen. Ich kann es auch einfach nicht leiser machen. Oh. Ich mache mal unser Feuer an, ne? Mhm. Oh, mein Feuerbrett ist gleich hinüber. Ne, hat nicht funktioniert. Ich esse jetzt einfach Pilze. Mach das. Kann ja sein, dass der irgendwelche Eigenschaften hat, die antibiotisch sind. Ich muss rausfinden. Nee, hat keine Wirkung, unbekannter. Nee, den. Ach, das ist gar nicht der. Ah, Moment. Also das Feuer machen funktioniert. Tötet Parasiten. Ich krieg kein Feuer angezündet. Ach, ich drücke mal auf Schlafen. Nein, ich muss mich noch echt in das Spiel reinfuchsen. Ja, komm, ich weiß, dass ich fast tot bin. Kannst du bitte diesen Ton ausschalten, liebes Spiel? Okay, ja, das ist ich hab zu wenig Energie, um ein Feuer zu machen. Ja, kann ich gleich machen. Kannst du schlafen gehen und dich auf die Suche machen nach irgendwas Antibiotischen? Ich habe jetzt seit 15 Minuten... Was denn jetzt? Schlafen oder suchen? Erst schlafen und dann auf die Suche machen, weil ich habe seit 15 Minuten einen sehr lauten Bub-Bub-Ton auf den Ohren, der echt an meinen Nerven zehrt. Oh, ja, Moment, das könnte was Antibiotisches sein. Es können auch giftige Beeren sein. Ich guck mal. Unbekannte Kräuter. Die kann ich nur, die sind hier. Wenn ich die zum Heilen brauchen kann, dann sind die doch bestimmt in meinem ganz normalen Inventar, nicht unter Essen, ist das richtig? Ist Andi jetzt umgekippt? Stefan schläft. Sorry. Achso, magst du mir antworten? Ja, sorry, ich habe gar nicht. Ach, das ist nicht. Okay, ich habe... Was wollte ich jetzt sagen? Was ist das denn? Ich mache jetzt mal kurz Feuer. Ich bin jetzt selber raus. Du wolltest irgendwas mit antibiotischen Eigenschaften oder Gift oder was auch immer. Ja, genau. Du hast ja einen Reiter in deinem Inventar mit Essen und einen Reiter mit Baumaterialien. Ja.
Und dann müsste doch theoretisch die antibiotische Pflanze unter Baumaterialien sein und nicht unter Essen, oder? Kann sein. Da unter links auf der Seite im Tagebuch hast du doch so eine Blume, so ein Blatt. Andi, das meine ich nicht. Wenn du jetzt Tab drückst, gehst ins Inventar, ja, dann hast du ja ganz oben rechts Feuer, dann kommt Essen, dann kommen Baumaterialien. Und unter Baumaterialien müssten doch die Sachen sein, oder? Eigentlich schon, ja. Okay, danke, das habe ich mir gedacht. Ein Halter für Stöcke. Ah, cool. Kann man den noch umdrehen? So, ich grill hier jetzt Jaguarfleisch. Ich würde mir da eins gleich von reservieren, weil ich habe gar keine Proteine mehr. Ja. Und dann kann ich euch noch Ara-Fleisch kochen und ich habe noch einen. Nee, nicht so nah dran, Andi. Warum nicht so nah dran? Hier müssen wir bestimmt noch ein paar andere Sachen hinbauen. Ich denke nicht, dass das unser einziges Lager bleiben wird. Nee, okay. Aber so ein kleiner Setzkasten direkt hier vor. Na gut. Da müssen Stöcke ins Feuer, das ist gleich aus. Ich heb dich auf. Geh mal bitte schlafen. Das kam unerwartet. Wie tue ich? Ah. Hast du? Glaube ja. Ich kann nur das Jaguarfleisch. Ich will. Nee, kann ich gerade nicht. Das Jaguarfleisch ärgert. Ich habe Stöcke reingetan. Okay. Alles gut. Ich warte jetzt, bevor ich suchen gehe, bis das Jaguarfleisch soweit ist, ne? Ich gehe schon mal wieder auf die Suche. Wofür ist der ständig für Stöcke, ne? Weil wir haben hier noch so viele Stöcke rumliegen. Können wir mal einsammeln, die stören nämlich. Na, dafür wollte ich das nämlich bauen, dass hier alle mal geordnet liegen. Übrigens, ja, komm, wenn hier was auf. Kocht, guckt, dass die Sachen nicht verbrennen, ne? Weil dann bringen die nichts mehr. Ja, man kann es sehen. Jaguarfleisch gekocht. Sehr schön. Darf ich eins haben? Noch? Oder brauchst du das, Andi? Nee. 36. Was, nicht essen oder nicht brauchen? Nicht brauchen gerade. Mach du ruhig das. Das geht gerade bei mir noch. Danke. Okay, das Ara-Fleisch ist mittlerweile verdorben. Ich nehme mal den Fisch auseinander. Okay, so, jetzt besser. Ich habe hier noch einen Ara im Inventar und einen Tukan. Ja, nimm den auseinander. Der gibt, die Vögel geben Federn und. Wie kann ich das sammeln? Sammeln, ne? Genau. Kannst du auch direkt im Inventar machen. Passt du ein bisschen auf das Essen auf, Tim? Ja, mache ich. Komm du am besten mit Heilkräutern wieder. Ich guck mich jetzt mal um. Wenn du mir Federn geben magst, dann baue ich mir kurz ein paar Pfeile, weil ich habe dem einen Typen eben den Bogen abgenommen. Ja, warte, Pfeile habe ich hier. Ach, Federn habe ich jede Menge. Wenn einer gleich möchte, kann der sich Kokosnussschalen leere nehmen. Kann ich nicht den ganzen Stapel nehmen? Kann dann unten am Wasser dreckiges Wasser holen und dann mit dem Wasser in den Kokosnussschalen und Knochen eine Suppe kochen. Ja, brauchen wir dafür nicht dieses Lagerfeuer mit den Steinen? Das weiß ich nicht. Ja, das hat einfach nur mehr Kochplätze als das hier. Das hier hat einfach nur super wenige. Ich kann einfach nur nicht den ganzen Stapel nehmen, da jetzt. Hast du gerade gesagt? Also ich? Andrea. Ich bin gerade runter zum Wasser, mich waschen. Okay, du hast auch keine Dingens mitgenommen, ne? Kokosnussschalen. Doch, habe ich. Okay, dann bring dreckiges Wasser mit. Tim, guck du nach dem Fleisch, was da noch kocht? Ja, mache ich jetzt gleich. So, ich sollte. Boah, Leute, dieses Bubbern auf den Ohren macht mich echt fertig. Ich glaub dir das, aber das kannst du gerade leider nicht ändern. Boah, nervt das. Nee, kann ich auch nicht. Ah, oh, Lebensmittelvergiftung. Yay! Hey, wie fülle ich die Kokosnussschale auf? Das weiß ich leider nicht. Das musst du rausfinden. Wunderbar. Wann ist die Lebensmittelvergiftung gleich zu Ende? Wenn ich wahrscheinlich tot bin. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht, wie ich damit Wasser nehmen soll. Wenn ich ins Wasser halte, ist es voll, sobald ich es ins Inventar packe. Oder wir müssen mal, bei unserem Camp liegt noch eine Kokosnuss. Wir müssen vielleicht mit Seilen und der Kokosnuss mal so eine,
so einen Wasserbehälter bauen, weil damit kannst du definitiv Wasser sammeln gehen. Du weißt, was ich meine, ne? Ja. Aber dafür brauchen wir erstmal das Rezept. Glaube, du kannst einfach drauf loskombinieren und kannst die Sachen dann lernen. Glaube, du brauchst dafür, auf jeden Fall Seile und eine Kokosnuss. Oh, ich bin durstig. Ah, das ist perfekt, weil es regnet gerade. Ja. Kann ich mal ordentlich trinken hier. Das finde ich ja sehr schön, zum Beispiel, sagte ich heute schon zu Andrea, bei Ark, wenn es regnet, kein Durst. Weil eigentlich ja, Kopf nach oben, Mund auf, fertig. Ja, so ganz zur Not, ne? Ja. Also ich fühle mich ja mit dem Bogen auf jeden Fall schon mal sicherer, ne? Mhm. Wenn er nur 90% halten. Das Problem ist halt, dass meine Gesundheit die ganze Zeit wegen der entzündeten Wunde weiter runtergeht. Ja. Ich suche ich auch ganz schon. Viele Sachen. Nur findet leider nur Pilze, Leute. Ja, man müsste halt wissen, wie diese Pflanze aussieht, ne? Und wie man sie benutzen kann und überhaupt. Mhm. Es kann ja sein, dass schon 5-mal vorbeigeflogen laufen sind. Andi, magst du kurz Bescheid sagen, wenn du schlafen gehst? Das ist komisch, wenn du auf einmal einfach gar nicht mehr redest. Ich hab Bescheid gesagt. Ja, okay, ist an mir vorbeigegangen. Doch. Okay, das habe ich auch nicht mitbekommen. Gut, ich hab gesagt, oh Gott, ich muss schon wieder schlafen. Dann Okay, ich bin aber auch gerade ein bisschen konzentriert, weil ich will hier nicht sterben, so weit weg von euch. Ich werde gleich einfach mal ein paar Pilze essen und gucken, was... Ja, habe ich auch. Ich habe jetzt noch Tabak gefunden. Tabak gefunden, das ist gut. Stefan, hast du noch Maden, lebende Maden irgendwo? Die hatte ich mal irgendwann am Anfang. Okay. Ihr habt nach dem Fleisch geguckt? Ja, Fleisch habe ich auch sofort essen müssen, weil ich da eine... Ja, alles gut. Mir geht es gerade einigermaßen gut. Pflanzen mit lila Blüten. Ich würde noch ein Dach vielleicht über unser Bett bauen. Ja, ist eine gute Idee. Unbekannte Blume, unbekannte Kräuter. Okay, und was mache ich damit? Weil unbekannte Kräuter hatte ich grundsätzlich schon. Weiß ich nicht, ich muss jetzt gleich mal gucken, was die für Eigenschaften haben. Ich habe Tierexkremente gefunden. Kann ich nicht alle auf einmal rum? Ich lege hier bei uns mal einen großen Stein hin. Ah, okay. Also wenn ihr Alt drückt, dann könnt ihr einen ganzen Stapel auf einmal weglegen. Kann ich Sachen auch drehen? Damit ich weiß, was diese Kräuter machen, muss ich sie essen, oder? Ich denke ja. Hm. Gehe ich auch stark von aus. Ich habe das nur eins jeweils von Tim. Wobei, du hast die für einen Verband, ne? Nee, ich brauche die. Ist egal. Ist sie. Wir müssen erstmal wissen, was sie machen. Wie kann ich überhaupt einen Verband machen? Mit welchen Pflanzen? Mit den. Ja, da sind gelbe Blüten drumrum. Hab ich noch nicht einmal Kein gefunden. Platz mehr im Rucksack? Hä? Weil dann hätte ich einfach versucht, mit dem Verband und mit dem Ding einfach zu bauen. Oh, ein toter Ara. Da hinten ist das Ende. Ja, dann ist das halt jetzt 30 Minuten lang Wuppern auf den Ohren. Ich glaube, spätestens jetzt gucken. Ich habe den Baum mit roten... einfach nachher bei YouTube oder so einen Link dazu ein, wo, ab wann das, wo man aufhört. Ja, muss ich machen. Mit lila Blüten, sagtest du? Habe ich gefunden. Ach so, okay, habe ich jetzt auch nochmal gefunden. Oh, no. Wunderbar. Was denn? Meine Axt ist kaputt. Ja, Holz brauche ich gleich auch nochmal. Wir haben doch... Ach, Holzscheite sind die großen, ne? Mhm. Wir müssen gleich einen großen Baum fällen. Ich habe noch einen Stein ins Lager gelegt. Hier ist auch noch eine Blume, die ich noch nicht kenne. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Die kenne ich, da bin ich eben dran vorbeigelaufen. Unbekannte Kräuter sind. Wo hast du die? Unter Essen, oder? Ja. Einmal die Blätter und einmal das Kraut selber. Habe ich neue Sachen im Inventar, im Tagebuch.
Wirkung, weiß nicht. Ich glaube, damit du weißt, was die Dinger für eine Wirkung entfalten, wenn du sie im Verband benutzt, musst du da Verbände mitmachen. Ich habe noch nicht einmal die Pflanzen für Verbände gefunden. Ich auch noch nicht. Ich habe ein paar. Ich kann dir mal Verbände basteln damit. Oder du machst das selber, um zu gucken, was passiert. Dann gebe ich dir die Kräuter. Ja, schmeiß mal hin. Ich habe das hier gerade gefunden. Reicht. Und das hier. Ich habe noch mehr unbekannte Kräuter. Okay, ich guck mal eben, wie das geht. Also ich müsste dann ja jetzt hier mit herstellen. Und dann müsste ich ja die Kräuter mit drauf. Nee, funktioniert nicht. Will der nichts mitmachen. Jetzt lege ich die unbekannten Kräuter rein. Nee, will der auch nichts mitbauen. Mm-mm. Hat jemand gerade einen langen Ast mitgenommen, einen langen Stock? Nee. Vielleicht mit Tabak? Ich habe sonst noch diese unbekannten Kräuter, die jetzt theoretisch da liegen müssten, und diese unbekannten Kräuter. Da. Das ist alles an Kräutern gebunden habe. Oh, diese Kombination, ne? Das, wenn man einfach nicht weiß, wie man sowas machen kann, finde ich schon furchtbar. Okay. Rausfinden. Ja, ja, klar. Ich habe mal das Fleisch hier aus dem Ding rausgenommen. Ja, habe ich gerade erst reingelegt. Ja, das war fertig. Und ich habe neues Fleisch. Ich habe neue Sachen zum Kochen. Ja, warte, lass mich eine Larve hinlegen. Braucht jemand gerade Proteine? Ich glaube, ich brauche nicht alles. Ich esse jetzt mal die Larve. Geistige Gesundheit -2. Also Larven essen mager nicht. Hat irgendjemand sprechen gehört? Ja, das war ich gerade, als ich die Larve gegessen habe. Ah, das wusste ich auch noch nicht. Sinnvoll. Kokosnüsse erst trinken und dann auseinanderbrechen. Ihr müsst übrigens gucken, wenn ihr manchmal gegen die Kokosnüsse läuft, dann tretet ihr die um. Und dann sammeln die beim Regen kein Wasser. Ja, ich muss jetzt gleich auch. Haben wir mittlerweile 2 Betten? Sollten so ein extra kleines Plateau gleich machen. Egel! Wo habe ich denn noch Egel? Ich hatte eben noch gar keine Egel. Ja, die kriegst du manchmal einfach. Gut, dass das hier da stand. Boah, ich hab den Federn. Wo kommt ihr denn her? Eben stehst du gerade neben mir? Ja, so halb. Okay, das finde ich sehr merkwürdig. So. Ich gehe schlafen. Warte, ich esse erst was. Was höre ich da? Ah, okay. Feldbäume. Da. Nach die. Nach. Ich glaube, ich habe gerade versehentlich eine Wupper. Und damit mache ich jetzt auch mal schnell Stopp für die Folge. Danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal hoffentlich ohne Wuppern. Wir müssen hier schnell was finden. Nein, also wir sind halt wirklich so weit, dass wir sagen, okay, ne, wir gucken uns beim Spiel nichts an, wir müssen selber rausfinden. Also wenn ihr denkt, boah, was für Noobs. Ja, wir haben einfach keine Ahnung. Ist so. Bis dann. Ist so. Entspricht voll und ganz der Tatsache. Tschüss.